Ja, Leute, herzlich willkommen bei Heidecke TV. Mein Name ist Dominik und heute geht es um einen Trockenrasierer. Ja, wofür ist überhaupt so ein Trockenrasierer? Natürlich kennen ihn die meisten um seinen Bart, um seinen 3-Tage-Bart damit zu trimmen. Wir persönlich bei der Firma Heidecke nehmen ihn, um die Tonsur zu rasieren. Viele meiner Kunden, die das erste Mal sich für ein Haarsystem entscheiden, haben genau zu diesem Thema Angst. Das heißt, oh nein, ich habe einfach Angst, dass ich meine Tonsur verschneide und mein Haarsystem nicht mehr richtig sitzt oder dass ich meine langen Haare rasiere und. Und genau dieses Thema ist mit so einem Trockenrasierer einfach zu umgehen, weil diese Trockenrasierer einfach das lange Haar nicht mit aufnehmen. Das bedeutet, du kannst ohne Probleme über deine Tonsur streifen und deine Tonsur nachrasieren und musst keine Angst haben, dass du abrutschst oder dass du deine Tonsur verschneidest. Wichtig ist natürlich zu beachten, dass diese Haarlängen, die du mitbringst, eine gewisse Länge nicht übersteigt. Das bedeutet, solltest du, sage ich mal, dein Haarsystem alle 2 Wochen wechseln, müsstest du einmal mit einem ganz normalen Rasierer vorrasieren, zum Beispiel auch gerne mit einem Aufsatz, und kannst dann die Feinheiten mit so einem Rasierer ausbessern beziehungsweise es richtig glatt machen. Wenn ihr aber sagt, ihr macht einmal in der Woche euer Wechsel, dann ist es sogar machbar, dass ihr ohne eine Vorrasur mit diesem Trockenrasierer eure Tonsur super schön und super sauber nachrasieren könnt. Wenn ihr Bock habt auf so einen Trockenrasierer, checkt auf jeden Fall mal unseren Online-Shop aus. Da ist er ab sofort erhältlich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und gerne gebt mal ein Feedback, ob ihr genau der gleichen Meinung seid, dass das ein Must-Have-Produkt in eurem Sortiment seid, wenn ihr Haarsystemträger seid. Dann gebt gerne mal Feedback in den Kommentaren mit einem Daumen hoch für Ja und einem Daumen runter für Nein. Und checkt auf jeden Fall unsere anderen Videos. Ich lasse euch mal direkt eins einblenden. Also drauf da und viel Spaß damit. Ciao.